So, YouTube, hallo, herzlich willkommen zu Captain of Industry. Ja, wir sind immer noch dabei, das Forschungslabor zu verbessern, um dann die Laborausrüstung zu produzieren. Mal gucken. Verbesserung wird aktuell auf jeden Fall vorbereitet. Können die Lastwagen priorisieren, das ist aber auch schon alles. Die Kartoffeln kommen jetzt hier stetig rein, das heißt auch da brauchen wir keinen LKW mehr. Lustigerweise können wahrscheinlich sogar die Farmen automatisiert werden, theoretisch. Jetzt habe ich das hier aber so eng gebaut. Kommt man nicht mehr rüber, was? Ha! Shit. Okay, ich würde aber hier an der Seite durchkommen. Aber ich glaube, die Farm würde ich dann nochmal umbauen und in die andere Richtung zeigen lassen. Macht das Sinn? Ich glaube, das macht Sinn. Ich glaube, jetzt haben wir gerade genug. Komm, wir machen das. Bevor wir nachher mehr Leute haben, dann wird es nämlich ein Problem. Und dann sollten wir es lieber jetzt angehen, als zu spät. Oh, haben wir jetzt einen Abstand mehr? Falls wir noch irgendwas da langziehen wollen. So, spiegeln. Und hier darf ich nicht vergessen, vielleicht auch noch eine Farm vorsehen. Falls wir mehr Leute kriegen. Machen wir die dahin. So, wir machen eh alle Kartoffeln nicht. Wir haben nur Kartoffeln. Und rauf mit uns. Ich glaube, das Hauptproblem wird sein, hier hochzukommen, irgendwie zusammen auf einen gemeinsamen Nenner. Weil die und die zusammen einfach zu weit auseinander liegen, glaube ich. Oder? Und selbst wenn ich das schaffe, kurz Pause, ja, dann kriegen wir mit der hier ein Problem. Ich müsste so ran. Und wenn wir die jetzt bauen... Die müsste so ran. Und dann wird es nämlich kritisch mit den Fahrzeugen. Okay, also das können wir nicht so machen. Vielleicht müssen wir die erst hochbringen und dann zusammen. Ich glaube, das ist die Lösung. Ich weiß halt immer nicht. Ist das jetzt dran? Nee, oder? Wir brauchen erst ein gerades Ding, oder? Da nicht dran. Okay, dann kommt so ein Verteilerkiste. Ja, das, damit kann ich leben. Warte. Einmal so. Und können wir da drunter durch? Ja, könnten wir. Das fände ich gut. Dann verlieren wir da nicht so viel Fläche. Hier wird spannend. Aber hier müssen wir auf jeden Fall in die Richtung gehen. Na. Hinter, hoch. Ah, wir kommen in beide Richtungen.
echt blöd rüber. Na, dann lieber so, oder? Na, erstmal bauen, bauen, bauen. Zack. Bei dir auch. Okay, dann haben wir die erstmal. Das sind die 5 Stück. Dann würde ich das alles auf der Ebene hier zusammenfassen wollen. Und der geht viel zu früh runter. Und jetzt können wir hier einfach sagen, du daran. Warum nicht? Ja, du daran. Du daran. Und du. Nee, machen wir lieber. Was? Also manchmal frage ich mich, was er da überhaupt will. Okay. Du bist nicht verbunden. Das 2 Ausgänge. Warte mal. Aber bist du jetzt verbunden oder nicht? Ich. I don't get it. Hier, auf jeden Fall das. Okay, ja, naja. Passt schon. Dann muss er nämlich ein weiter nach hier und dann kriegen wir ein Problem. So ist besser. Da funktioniert's. Hier nicht. Was ist dein Problem? Also diese... Das ist kein Ausgang. So, geh da bitte raus. Geh da bitte ran. So, dann halt so. Also, warum... Manchmal ist komisch. Also ich hätte mit so einem Verteiler Minimum gedacht, dass es halt klappt. Bei dir klappt auch nicht. Warum du nicht? Hä? Jetzt ist hier der Ausgang, oder was? Also von hier kamen auf jeden Fall Sachen. Irgendwie ist es verwirrend mit den grün leuchtenden Ausgangsdingern. Okay. Aber grundsätzlich nicht. Wir haben jetzt Kartoffeln mit Zwischenspeicher auch mehr als genug. Jetzt sind die Konstruktionen natürlich ein bisschen alle gelaufen. Aber da sollte auch nach und nach mehr reinkommen. Was fehlt ihm dafür? Oh, das hier fehlt. Das ist echt leer gelaufen. Oha. Weil nicht genug Erde da ist. Oh. Da müssen wir irgendwo Erde mal graben. Vielleicht. Ups. Mann, warum? FR, T, FR. So, nochmal. T. Jetzt haben wir's. R. T und jetzt können wir hier runterziehen. Ey, nee, das ist falsch. Was macht der denn? Oh, dieses Spiel. Also die Bedienung von dem Tool, ich werde es nicht lernen. Das ist... Das ist echt nicht meins. So. 3.
Hier könnten wir auch noch Erde irgendwo rausholen. So, T. Wieder weg. 6. T gerade. Jetzt haben wir zu viele Ressourcen quasi, die wir rausholen. Wir sind zu gut, was Ressourcen angeht. Blöd. Und dadurch, dass hier fast alles voll ist, werden die auch nicht leer. Und die schaufeln natürlich echt gut reines Zeug rein. Das heißt, eigentlich bräuchten wir einen Erdeschaufler. Nicht genügend Arbeiter. Minus 5 Arbeiter. Oh oh. Minus 5 Arbeiter. Warum nicht? Was ist hier im Weg? Der Baum da? Okay, wartet mal. Das Problem mit den Bäumen, das können wir schnell lösen. Da wartet doch nur jemand drauf. Können wir das Holzlager nämlich gleich damit voll machen. Oh, jetzt kommt mal ein bisschen Erde rein. Aber es ist nicht mehr viel. Das ist nicht mehr viel. Hier kommt auch nur noch Kohle raus. Könnte ich... Ich kann hier Prioritäten sagen, nicht? Dann fängt der eher an, Erde zu schaufeln. Dann machen wir bei jedem... Wir haben ja genug andere Sachen. Erde mit dran. Dann kriegen wir hoffentlich mehr Erde wieder raus. Keine Forschung. Sehr gut. Forschung wird immer noch verbessert. Was fehlt denn da noch? Laborausrüstung. Wir müssen die herstellen. Oh, okay. Das muss man lesen. Ich wundere mich die ganze Zeit. Hä, was stört ihn denn? Okay, dann die Unterkünfte 2. Dann stellen wir das mal her. Hallo, normaler Mensch. Was braucht denn Laborausrüstung? Okay, also das haben wir nicht. Forschungslabor, bla bla bla. Der Brecher nicht. Drehbohrdings brauchen wir nicht. Die bewässerte Farm. Hier können wir Wasser oder Dünger anschließen. Haben die gleiche Ausmaße? Ja. Okay, das wäre ja schon mal gut. Und in der Montage 2 Forschungslaborausrüstung aus den Dingern und den Dingern. Ich würde fast sagen, da die Dinger da sind und die Dinger da, machen wir die diesmal hier hin. Ich glaube, von der brauchen wir nicht so viel. Hoffe ich. Dann setzen wir es da hin und dahinter ein entsprechendes Lagerino. Die Lager hätten gar nicht so weit weg sein müssen. Wenn man nur eins haben möchte, aber das habe ich vorher nicht bedacht. So, du kriegst das und du brauchst das hier. Müssen wir wieder hoch. Damit wir später da drunter durchkommen. Und von den hier müssen wir nochmal ab. Genau, da müssen wir auch hoch. Sehr schön. Da einmal rum. Und da einmal ran. Dann können wir hier sagen, du sollst herstellen Laborausrüstung. Und wir haben nicht genug Arbeiter dafür. Ich hoffe, wir können jetzt hier die neue Arbeiterunterkunft aber hinpflanzen. Da haben wir auch neue Arbeiter. Gut, wir haben hier eine Farm mehr. Da kommt auch überall die Förderbänder funktionieren. Kartoffeln rein.
Das heißt, das reicht erstmal noch. Und Unterkünfte 2 sind wir am Erforschen. Was brauchen wir also mehr? Nix, würde ich sagen. Und bei den Konstruktionsteilen fehlen die Teile hier und da fehlte die Erde. Die haben wir jetzt priorisiert. Sehr schön. Das heißt, ein Bagger holt hier eher Erde raus. Hoffentlich. Dann kommt hoffentlich ein bisschen mehr. Jetzt fährt er. Wo fährt er hin? Da oben. Genau. Und dann gräbt er nämlich Erde. Klappt. Sehr schön. Und dann kriegen wir auch mehr Erde, dann kriegen wir auch mehr Ziegel und dann läuft es wieder. Okay. Ja, am Anfang hatten wir zu viel Erde, nicht? Da haben wir sie die ganze Zeit verschüttet hier hinten. Und jetzt schütten wir hauptsächlich nur noch Müll auf. Am Anfang sah das noch ganz gut aus mit diesen Flecken. Aber nur Müll stinkt zum Himmel im wahrsten Sinne des Wortes. So, und dann kommen hier wieder regelmäßiger Ziegel ran. Das heißt, hier kommen regelmäßiger Konstruktionsteile raus. Und das heißt, regelmäßiger werden Sachen gebaut. Ja, kurz mal nicht aufgepasst, nicht? Und sowas ist direkt leer und rächt sich. Sehr schön, er baut nämlich die Erde ab, der andere baut hinten die Erde ab. Ja, guck mal, jetzt kommt Erde rein, ja, so will ich das. Achso, ich dachte, da ist Eisen drauf, aber da ist nichts drauf gewesen. Ist okay, damit können wir leben. Nicht genug Arbeiter, ich weiß. Keine Bäume, das ist okay. Die Baumlager sind eh voll, oder? Oh, nicht ganz. Müssen wir aufpassen. Jawohl. Und wir können bis zu 350 Arbeit haben. Okay, da passt echt viel rein. In diese wunderschönen Hütten. Also ich sag mal so, in Berlin kostet sowas kalt 8000 Euro. Ich meine, das ist ja schon fast Design-Luxuswohnung. Also bitte, wer sich da beschwert? Ich meine, die haben sogar eine Außentoilette. Das ist ja historisch und nostalgisch wahrscheinlich. Also, ich kann mir nichts Schöneres vorstellen. So, wir haben jetzt geringen Bevölkerungszuwachs, aber wir könnten das doch hier wieder auf Aktivieren stellen. Es verbraucht dann kurz Einigkeit und dann kriegen wir neue Leute rein. Also wer will in sowas wohnen, sagt normale Mann. Tolle Nachbarn, keine Himbis. Also wer will nicht in sowas wohnen, ja. Ist halt eine Bergbausiedlung. Na komm, wir brauchen mehr Leute. Zieht die Leute an. Erwartet 18 Flüchtlinge in weniger als 8 Monaten. Okay, 8 Monate müssen wir noch warten. Bis wir das Problem mit den Arbeitern hier gelöst haben. Holz geht runter, Eisen geht runter, Kohle geht runter, Kartoffeln gehen runter. Dafür gehen Konstruktionsteile hoch, der Rest ist stabil. Noch 7 Monate. Und dann kriegen wir endlich unsere Laborausrüstung. Dann können wir unser Labor ausweitern und mit dem Tutorial fortfahren.
Vielleicht bauen wir in der Zwischenzeit bewässerte Farmen. Dann können wir da Wasser anschließen von da. Das ist zumindest meine Idee. So, das Leuchtfeuer machen wir nach 5 Monaten aus. Ein Kartoffelvorrat ist eh genug da. Oh, jetzt haben wir nicht genug Arbeiter für die Farmen, die wir verbessert haben. Oh, die sind dahin gewandert. Noch 3 Monate. Dann kommen 18, dann haben wir genau plus minus 0. Ich überlege, ob ich noch einen Monat weiterlaufen lasse. Bevor wir warten, dass die Kinder kriegen, das ist 0,07 auf natürliche Weise. Das ist nicht großartig, der Zuwachs. Ah, komm, das lassen wir laufen noch einen Monat. So, und du kannst theoretisch Wasser bekommen. Ja, aber ein guter Hinweis von Lytro vorhin. Warum kann Wasser nicht zum Beispiel unterirdisch verlegt werden? Das ist ein guter... Das ist eine gute Frage, warum das Spiel keine unterirdischen Sachen hat. Auf jeden Fall spannend, würde ich sagen. Da würde ja schon irgendwo Sinn machen. Okay, dann haben wir wenigstens 2 Felder voll versorgt. Das Feld könnte von hier zum Beispiel Wasser kriegen. Gut, aber es ist kein stetiges Wasser. Hier haben wir ja wenigstens die Grundwasserpumpe. Oh, guck mal. Da laufen direkt die Sprenganlagen. Oh, und ist fertig. Laborausrüstung Montage 2 erforscht. Zack. Sehr gut. Das heißt, unser Labor ist jetzt auf Stufe 2 und hat auch Laborausrüstung auf Vorrat. Die kommt hier raus, wird produziert und landet hier drin. Sehr schön. Ja, die fehlende Erde haben wir wieder ausgeglichen, nicht? Jetzt müssen die hier nur nachproduzieren. Und dann ist alles gut. Bergbausiedlungen haben in Deutschland die Neigung dazu, sehr zu miesen und armen Orten zu werden. Duisburg, Marxloh und Gelsenkirchen. 2 der ärmsten und miesesten Städte. Früher Bergbau, heute nichts mehr. Ja gut, das ist wahr. Immer wenn eine Industrie gegen eine bessere getauscht wird, stirbt halt die ein oder andere Stadt mit. Guckt ihr Detroit an in Amerika oder Chicago. Die ehemaligen Automobilstädte. Inzwischen auch nichts mehr, nicht wahr? Also, ich glaube, das lässt sich halt auch einfach nicht verhindern. Na, jetzt haben sie genug Kohle, nicht? Und dann fangen sie natürlich an den anderen Sachen zu buddeln. Wo brauchen wir denn noch Kohle? Hier hinten, oder? Ihr braucht Kohle. Das heißt, eigentlich müssen wir hier noch ein Kohleförderband hinlegen von hier. Das würde sogar Sinn ergeben, dass wir hier abgehen und in die Richtung zurück. Das gefällt mir, das machen wir. Ich denke, zu viel Aufwand mit mehr Schichtensystem, verschiedene Schichten, Anzeigen und so weiter. In Bergbausiedlung? Ja. Aber, ich meine, war früher State of the Art, nicht? Unpassender Typ. Ah, wir brauchen hier die Dinger. Jetzt müssen wir wieder aufpassen, dass wir genau das übereinander bauen, sonst kommen wir nachher selber nicht mehr durch. Ah, und die haben auch einen anderen Abstand. Oh, das ist doch kacke gemacht.
Muss immer manuell setzen bei sowas. Das ist nicht geil. Hier haben wir zwei hintereinander, warum auch immer. Zum Glück ist es nicht so weit, nicht wahr? Okay. Here we are. Rock you like a hurricane. Oh. Das will ich nochmal wegnehmen. Da habe ich mich verklickt. Ja gut, die brauchen hier nur noch die Kohle. Dann können wir es eigentlich auch so machen, nicht? Das wird spannend. Bei dem kriegen wir das so hin, aber wie kriegen wir es bei dem hin? Vielleicht von hier? Oder von hier? Oder von hier. Okay, oder wir versuchen mal von hier. Hier, wo kommen wir am besten ran? Ja, eigentlich nur so doof. Dann steht das nämlich mitten im Weg, das Ding. Dann will ich von da abgehen. Oh. Dann sollen die das so bauen. Dann kriegen die nämlich Kohle, ohne dass die Fahrzeuge das hinliefern müssen. Die kriegen Öl automatisch. Und dann ist es voll automatisiert. So, du brauchst auch Kohle. Das ist doch gut. Wenn wir eh Kohle hierher liefern, herhehlern, ja. Hehlern tun wir sicher keine Kohle hier. Ach so, in dem Spiel. Ah, okay. Mehrschichtensystem. Okay, jetzt verstehe ich, was du mit Schichten meintest. Ich dachte, Schichtsysteme, nicht? Hä? Warum kann ich von hier zu nah an einem anderen Verbinder? Ah, okay. Also manche Sachen sind so ein bisschen... Bah. So kommen wir... Ja gut, aber da sollst du ja nicht hin. Du sollst einfach hier drunter gerade. Er geht drüber. Das geht. Also klar. Ich hinterfrage das nicht. So, und jetzt darunter. So. Okay, das heißt, die kriegen Kohle, du kriegst Kohle und dann ist gut. Das heißt, du kannst regelmäßiger Kohle herstellen, Gummi herstellen. Du kriegst Öl oder Benzin. Und dann kommt Gummi raus und Gummi wird zurückgeliefert. Da haben wir jetzt Hin- und Her-Pipelines. Das ist doch schon mal, das ist doch mal was. So, der Wasseranschluss von den Farmen ist hier hin, das ist natürlich Kacke. Dass er nicht auf der gleichen Seite ist. Die haben halt mehr Wasser.
Aber sehe ich jetzt nicht. Erntestatistik. Wegen fehlenden Dünger. Okay, die ohne Wasser sind fast ertragreicher. Naja, gut. Morgen wird so langweilig und teuer. Auto braucht neue Bremsen. Ja, okay. Ich kann hier ein paar neue Autos bauen, wenn du möchtest. In unserer schönen Montagehalle. Ein Kleinlaster, gefällig. Und du machst eine Radtour zurück. Ihr und eure Radtouren. Radtouren immer nur sonntags. Die verpasst ihr regelmäßig. Deswegen schaltet sonntags ein auf diesen Kanal. Oft Radtouren. Zumindest im Sommer, wenn es warm ist und nicht regnet. Wasser ist alle. Okay, das ist nicht gut, dass Wasser hier alle ist. Weil dann können die nämlich nicht arbeiten. Das könnte auch noch ein Problem sein. Aber hier irgendwo... Und das finde ich doof an dem Spiel. Ich will Grundwasser angucken, aber... gehe auf die Grundwasserpumpe und... Ah nee, das war ja gar nicht die Grundwasserpumpe. Okay, alles zurück, wartet. Hier. Okay, doch, da blendet das ein. Ah. Okay, man muss das Richtige anklicken. So, auf der Höhe. Wenn wir den jetzt noch genau gerade bauen könnten, wäre richtig cool. So, das heißt, bis dahin müssten wir erstmal die Bäume wegflanschen. Zack, weg damit. Unterkünfte 2. Fortschrittliche Unterkünfte für 130 Menschen, die mehr Komfort bieten. Zudem können sie monatliche Einigkeitsschub bieten, wenn sie ihrer erforderlichen Dienstleistung geboten werden. Unterkünfte können entweder in einer vorhandenen Siedlung angeschlossen werden, um Teil dieser zu werden, und von den zur Verfügung gestellten Diensten, wie zum Beispiel Lebensmittel, profitieren, oder sie können unabhängig platziert werden, um eine neue Siedlung zu gründen, dessen Fall sie eine Siedlung mit Dienstgebäuden ausstatten müssen. Okay, das würde ich sagen, sind doch wichtige Erkenntnisse. Wir lassen die Bäume weglanschen und sehen uns in der nächsten Folge wieder.